Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Tedio City. In diesem Video möchte ich euch das kleine Programm PS Suspend vorstellen, mit welchem es uns möglich ist, Prozesse zu pausieren. Normalerweise haben wir nur die Möglichkeit zu sagen, dieser Prozess soll jetzt beendet werden, dann ist er komplett weg. Und hier mit PS Suspend haben wir die Möglichkeit zu sagen, hier, dieser Prozess pausiert jetzt und später zu einem beliebigen Zeitpunkt reaktiviere ich den dann wieder und dann läuft er weiter. Dies ist vor allem sinnvoll, wenn wir beispielsweise ein Programm am Laufen haben, welches sehr viel CPU frisst oder unseren Datenträger sehr auslastet oder das Netzwerk beispielsweise. Da können wir dann sagen, hier, ich brauche die CPU jetzt beispielsweise für etwas anderes, also du machst jetzt mal kurz eine Pause und später reaktiviere ich dich wieder, dann geht es genau dort weiter. Herunterladen können wir das Ganze bei Windows Sys Internals, Link natürlich in der Videobeschreibung. Da klicken wir auf PS Tools herunterladen, falls wir sie nicht sowieso schon auf dem Rechner liegen haben, sagen OK, gehen in unseren Downloads Ordner, haben den hier PS Tools, begeben uns in die ZIP-Datei rein, dann finden wir hier unten PS Suspend, das schneiden wir einmal aus, rechts ausschneiden und fügen es hier wieder ein. Als nächstes müssen wir dieses Programm hier starten, beispielsweise über die Eingabeaufforderung. Hierfür unten in der Suchleiste nach cmd.exe oder Eingabeaufforderung suchen oder die Windows-R-Taste drücken und cmd.exe eingeben. Dann auf OK. Nun bekommen wir hier die Eingabeaufforderung und jetzt vergleiche ich das gerade noch. Ich möchte das gleich meinem Firefox zeigen. Hierfür drücke ich hier einmal den Tab weg. Habe mir hier einen ressourcenlastigen Tab gesucht, also eine ressourcenlastige Seite. Kontrollieren das Ganze im Task Manager noch schnell. Hier sehen wir 5,5, 10, 13, 15% CPU-Auslastung beispielsweise. Dies möchten wir jetzt gleich pausieren, weil wir diese Leistung beispielsweise für etwas anderes brauchen. Dafür begeben wir uns erstmal in den Pfad, wo unser PS Suspend momentan liegt. Das können wir natürlich überall hinlegen, wo wir möchten. Dafür sagen wir dann zum Beispiel bei mir CD Downloads, nicht Documents. Downloads, hier können wir mit dir anzeigen. Sehen wir hier pssuspend.exe. Diese führen wir dann aus. PS Sus, mehr muss ich gar nicht eingeben. Dann drücke ich Tab für Autocomplete. Dann bekomme ich direkt pssuspend.exe, Leerzeichen und dann gebe ich den Prozess an, welchen ich beenden möchte. In diesem Fall ist es der Firefox. Also Firefox.exe. Bestätige das Ganze. Normalerweise werden wir noch gefragt das erste Mal, ob wir das Ganze wirklich bestätigen. Müssen wir Agree klicken und dann bekommen wir genau wie hier die Meldung Process Firefox.exe suspended. Wir können das Ganze hier nicht mehr anklicken, ist nicht mehr möglich, den Firefox momentan irgendwie zu verwenden. Alles hinten dran hat auch seinen Geist aufgegeben, also es läuft nichts mehr. Sehen wir hier auch im Task Manager sehr leicht hier keine CPU-Auslastung mehr, kein Datenträger, nichts. Das Einzige, was bestehen bleibt, ist natürlich der Arbeitsspeicher, da wir später genau an der gleichen Stelle fortfahren möchten. Möchten wir das Programm jetzt wieder reaktivieren, geben wir wieder pssuspend.exe ein. Als nächstes geben wir -r zusätzlich ein, um es zu reaktivieren und dann den Prozess, welchen wir reaktivieren wollen, in diesem Fall firefox.exe. Bekommen wir die Meldung Process firefox.exe resumed, sehen wir auch direkt hier im Task Manager 11,4 oder 10% Auslastung. Ich kann meinen Firefox wieder verwenden, läuft alles wie vorher. Wem das Ganze zu aufwendig ist und er sowieso nur immer ein einziges Programm nur später pausieren möchte, da gibt es auch eine einfache Variante. Hierfür sagen wir hier einen Rechtsklick drauf, also klicken drauf mit rechts, senden an, Desktop-Verknüpfung erstellen, bekommen hier unsere Verknüpfung hin, die nennen wir erstmal um in Pause. Als nächstes senden wir noch eine Verknüpfung dorthin, senden an Desktop und diese nennen wir, umbenennen, Restart. So, als nächstes gehen wir noch in die Pause rein, sagen hier Eigenschaften und nun müssen wir bei Ziel hinten dran noch was zusätzlich eingeben. Zuerst kontrollieren wir, ob hier vorne irgendwelche Leerzeichen sind, falls ja, muss das Ganze hier vorne in Anführungsstriche gesetzt werden, sonst funktioniert das nicht. Hier
Bei Pause geben wir jetzt einfach nur den Prozess ein, den wir später wieder pausieren möchten. Firefox.exe. Bestätigen das Ganze mit Übernehmen und OK. Gehen dann noch einen Restart rein, wieder Rechtsklick, Eigenschaften, Ziel, hier auch ein Anführungszeichen setzen, falls irgendwo ein Leerzeichen vorhanden ist. Wieder ein Leerzeichen und dann minus R und nun der Prozess, den wir reaktivieren möchten. Firefox.exe, sagen übernehmen, OK. Wir können das Ganze jetzt hier sehr einfach überprüfen. Hier erstmal Pause gedrückt. So, jetzt sehen wir hier, es tut sich rein gar nichts mehr. Ich kann den Firefox auch nicht mehr öffnen momentan. Es ist nicht möglich. Und wenn ich jetzt hier Restart, Doppelklick drauf mache, dann öffnet sich hier mein Firefox. Und hier sehen wir auch, die CPU-Auslastung ist wieder vorhanden. Ist also ganz einfach. Gut, das war's dann auch eigentlich schon soweit. Bei weiteren Fragen ab in die Kommentare damit. Für die Leute, die keinen YouTube- bzw. Google Plus Account haben, schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr einen Link zu meiner Facebook- und Twitter-Seite. Dort könnt ihr mir auch sehr gerne Fragen stellen. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.